Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Schon weg. Ja, danke schön. Sie wollen weghören? Sie wollen also weghören? Weghören oder hinschauen? Das stimmt gar nicht. Ja, genau. Zum Bürger. Genau. Okay. Wir werden da so gut behandelt. Nein, das alles. Stimmt nicht. Deswegen ist jetzt auch eine Anzeige gegen die Vollzugsleitung gestellt worden. Ja, die machen alle, das ist alles Politik, weil die nicht abgeschoben werden. Und das wird aufgebaut. So. Das ist alles Politik. Die kommen hier hin, machen Scheiße, dann werden die abgeschoben und dann wollen die nicht weg, die Haft. Die Leute in Haft. Alle abschieben. Die Last, die Menschen. Menschenrechtsverletzungen im Abschiebeknast. Letztens in der Zeitung gewesen. Es gab halt häufig der Menschenrechtsverletzung. Das sind zumindest die öffentlich geworden sind. Und deswegen wollen wir die Bezirksregierung Detmold mal so richtig gut darstellen, wie sie ist. Taub und blind, während im Gefängnis halt Scheiße abgeht. Ne? Ich fand das so krank, dass irgendein, ich glaube, der kam aus Afghanistan oder so, und der hatte seine Mom hier und sein Dad, beide hatten Krebs. Er hat sein Abi hier gemacht und hat dann auch gearbeitet und sich um die Eltern gekümmert. Wurde 4 Uhr morgens abgeschoben und 5 Jahre Einreiseverbot. Wie krank ist das?